Jungs, schaut mal, wer wieder da ist. Hallo und herzlich willkommen zurück bei 777. Mein Name ist René und es geht weiter mit Hearthstone Heroes of Warcraft. Machen wir uns jetzt an den dritten und letzten Boss vom Theater in einer Nacht in Karazhan. Und zwar die böse Hexe. Und jetzt zu unserem letzten Akt. Ein junges Mädchen auf der Flucht vor einer bösen Hexe. Wird sie den Weg nach Hause finden? Ja, und hier kann man auch ohne zu bescheißen oder cheaten und ohne eine Taktik negativ auszunutzen, kann man hier einfach, ja, den Bosskampf so spielen, wie er eigentlich gewollt ist und darauf aufbauen. Die böse Hexe hat immer noch ihren Tornado, also verursacht 100 Schaden, nicht einsetzbar, wenn Dorothy oder Dorothee am Leben ist. Und deswegen nutzt man einfach Dorothy und hält sie am Leben. Natürlich geht es am besten mit dem Priester, genauso wie ich es im normalen Modus schon gemacht habe. Und noch viel besser geht es mit dem Buff-Priester, den wir schon vor 2 Folgen gesehen haben, gegen wen war das? Nicht der große böse Wolf, gegen Julian und Romulo. Deswegen baue ich mir hier auch wieder mein eigenes Priester-Buff-Deck, was ich früher sehr oft und sehr viel gespielt habe, weil ich es geliebt habe. Kreis der Heilung, um einfach wieder unsere Diener hochzuhalten, vor allem den Tank. Heilige Pein, um was Kleines loszuwerden, inneres Feuer, um das Leben auf Angriff zu spiegeln. Die Klerikerin von Nordhain, damit man eine Karte zieht, wenn man heilt, und man wird Dorothy aufteilen. Die Karte, die ich vergessen hatte beim letzten Mal, die ich dann ersetzt habe mit irgendwas anderem, war Machtwort Ruhm. Wählt ein Diener, stellt jedes Mal beim Helden viel Leben wieder her, wenn dieser Diener angreift. Das ist natürlich ganz nützlich. Und Dorothy hat ja auch noch den Effekt, dass sie links Dienern Ansturm und rechts Dienern Spott gibt. Sie selber hat zwar keinen Spott, aber ist ja egal. Sie muss ja nur Schaden machen. Und sie wird eh freiwillig von der Hexe angegriffen. Sie will ja ihren Tornado machen. So, Machtwort Schild, ums Leben zu heilen, Auferstehung, wenn wir nicht viele Diener haben. Göttlicher Wille, ums Leben zu verdoppeln, Lichtbrunnen, um zu heilen. Schattenwort Schmerz, um die kleinen Diener loszuwerden. Die großen sind anscheinend nicht so wichtig für Schattenwort Tod. Wehens Auserwählter. Ah, ich hab's mit Schattenwort Tod ersetzt, das Dingens da. Priester Nimmersatz zum Heilen, weil wir viele Zauber haben. Heilige Nova. Mein Fenster ist offen, das war vielleicht keine gute Idee, es ist ziemlich laut da draußen. Jetzt fehlen noch 4 Karten, genau. Und zwar der Todesfürst. Natürlich die wichtigste Tankkarte. Ein verletzten Klingenmeister und Keltosat. Der Klingenmeister ganz klar, weil man den ja für 0 Mana direkt wieder umheilen kann. Keltosat einfach, um die Taktik dann doch noch böse auszunutzen. Ja, ziemlich simpel dieses Deck, ich benutze es ja immer wieder, gerade für wichtige Bosskämpfe. Kann ich nicht viel zu sagen, alles weitere kläre ich dann direkt im Anschluss im eigentlichen Bosskampf im Video. Den habe ich schon gewonnen, ist voraufgenommen, den werde ich dann nachvertonen. Also bis gleich mit der Nachvertonung von die böse Hexe bzw. der Zauberer von Oz. Ciao, ciao. So, und für diese Woche schon der letzte Boss, da war es erst 5 zu 3, also den Boss davon muss ich wirklich auch in kürzester Zeit besiegt haben. Ja, die böse Hexe des Westens, aus dem Zauberer von Ost, des Westens, ich weiß nicht, des Ostens. Da habe ich ja wieder mein schönes Priesterdeck gebaut. Ja, göttlicher Wille ist natürlich hilfreich, schmeiße ich aber trotzdem weg, warum weiß ich gerade gar nicht. Und spiele über den Lichtbrunnen, um um Dorothy zu heilen. Grüße. Dorothy. Oh nein, inneres Feuer. Dass sie mir wehtut. Überlege ich schon, weil sie hat nicht so viel Leben. Habe ich sie direkt gegeben. Das innere Feuer. Stell dir mal vor, ich hätte göttlicher Wille behalten, hätte die über nicht so ohne schon zu heilen. Sie wird verletzt. Ich kann Lichtbrunnen spielen. Und egal wie sie die jetzt verletzt, kann ich gleich mit Kreis der Heilung gegenarbeiten. Ja. Jetzt mache ich glaube ich gleich sogar meinen Fehler. Weil hätte ich da jetzt bin ich mir nicht mal mehr sicher, ob es wirklich Sailor Moon ist. Ich da jetzt den Brunnen geheilt, hat der Brunnen in der nächsten Runde alle 3 Punkte auf Dorothy gemacht. Das könnte. Moment, Julian könnte Sailor Moon sein, das hier könnte John Dark sein. Ich bin mir aber überhaupt nicht sicher. Jetzt spiele ich nämlich ihn. Mach.
weiß nicht. Ich glaube, da habe ich mich auch genau wie jetzt gerade mich erst wieder daran erinnert, dass alle Links von ihr anschauen. Ich habe total vergessen. Ist alles nicht so cool? Ich glaube, dadurch müsste wirklich John Dark sein. Soll ich ihm sagen, dass er zu früh ist? Scheiße, sind es doch beides John Dark? Okay, besser spät als mir. Es ist nicht Nina Amaschläger bzw. Chromie. Es ist nicht Sailor Moon. Es ist Marvon aus John Dark. Ja, wenn ich so an das Romulo denke. Ja, und ihr seht, total unspektakulär, Dorothy hat nur einen Buff gebraucht, also wenn ihr direkt inneres Feuer zieht, jetzt kann ich sogar nochmal göttlicher Wille und nochmal inneres Feuer machen, dann habt ihr eigentlich schon gut gewonnen, also es läuft, deswegen. Die Bosse diese Woche waren sehr spannend, sehr cool, aber überhaupt nicht schwer, finde ich. Hat aber trotzdem Spaß gemacht, also Blizzard hat sich wirklich Mühe gegeben. So, wir sehen uns dann im Anschluss, also in der nächsten Folge mit dem nächsten Flügel wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Endlich können wir den Zauberer befreien.